So viel ist sonst im Bürgerpark wohl an keinem anderen Tag los. Das Müssen alle mit Festival lockte am Samstag viele Musikfans nach Stade. Geschätzte 2500 Besucher waren in diesem Jahr dabei, bei Temperaturen um die 30 Grad, bei dem Fest mit Wohlfühlatmosphäre, dem Fest, das die Generation verbindet. Auf dem man auch mal die ganz Kleinen antrifft. Oder auch zukünftige Bräute. Also ich werde bald heiraten und ich weiß gar nicht, warum ich hierher gekommen bin. Also man hat mich mit der Moorexpress aus Osterholz-Scharmbeck hergebracht und irgendwann hieß es, ich muss in Stade aussteigen und hier ist ein Festival und hier gehen wir hin und hier bin ich jetzt auf einmal mit dieser schönen Kopfbedeckung. Wie gefällt es euch denn bisher? Ja, super, ja, absolut. Ja. Auch Organisator Sebastian Timm zeigt sich zufrieden. Wunderbar. Also wir hatten Traumwetter mal wieder. Irgendwie scheint das Mampf auf gutes Wetter ein Abo zu haben. Wunderbare Auftritte. Jetzt gerade spielen Trümmer im Hintergrund. Gerade am Schrottgrenze ein Überraschungsauftritt gespielt. Es ist wunderbar. Die Leute sind gut drauf. Man sieht das hier im Hintergrund. Es ist die gewohnte Mampfstimmung und ich glaube, alle sind sehr, sehr glücklich. Einschließlich mir. Fraktus kommen jetzt gleich, das wird natürlich eher so Richtung Theater-Act gehen. Da bin ich mal auch sehr gespannt, wie das auf dem Festival funktioniert. Es funktionierte sehr gut. Die fiktive 80er-Jahre-Band Fraktus sorgte mit ihren Songs und dazwischen mit jeder Menge Nonsens für viel Applaus und einige Lacher mit Titeln wie Welcome to the Internet oder Originals. Zaungäste oder vielmehr Floßgäste freuten sich auch über die unerwarteten Musikeinlagen. Also wir sind ganz normal, haben uns verabredet fürs Wochenende zum Floßfahren, wie wir das ein oder andere Mal immer schon gemacht haben. Ja, und dann sind wir hier halt vorbeigefahren und dann gab es die Musik umsonst mit dazu. Sowieso breitete sich die entspannte Atmosphäre auch aufs Festivalumfeld aus. Besucher und Passanten tummelten sich am und um den Burggraben herum. Wir kommen aus Stade. Das ist ein altes Stade. Haben wir kurz rüber geguckt, ein bisschen abkühlen, die Füße ins Wasser stecken und dann wieder weitermachen. Alles klar. Wie gefällt es euch bisher? Sehr gut. Zurück zu den Besuchern auf dem Gelände. Die freuen sich mittlerweile auf die nächsten Bands. Also wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen auf Touren kommen. Aber unsere Bands sind jetzt gleich auf der Bühne, deswegen werden wir bald nach vorne gehen. Wir sind seit 23 Jahren Tokotronic-Fans, deswegen müssen wir da auch gleich vorbei. Mit Tokotronic betraten weitere musikalische Hochkaräter die Bühne. Wir sind die Gruppe Tokotronic. Es war der letzte Act des Abends. Die Rockband mit ihren teils kritischen Texten gelten als zentraler Teil der Stilrichtung Hamburger Schule. In den Abendstunden kühlten dann die Temperaturen doch noch etwas ab. Ein entspannter Abschluss für den Festivaltag. Dankeschön!